Guten Morgen, guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen dunkel hier. Wir sind gerade in Berlin am Hotel losgefahren Richtung Prag. Die haben heute irgendwie in Berlin irgendwelche Demonstrationen angekündigt und da dachten wir, da verzichten wir doch aufs Frühstück und fahren schon mal Richtung Prag, bevor wir dann nachher hier nur im Stau stehen. Und ich schaue mal, ob das jetzt hier funktioniert mit dem Live unterwegs. Denn ich möchte noch mal was mit dir teilen. Hallo, liebe Marion. Und zwar zum Thema Geld. Das liebe Geld. Wo wir uns oftmals so ein bisschen vormachen. Ah, ich komme ja mit ganz wenig aus und das reicht mir ja. Ich brauche nicht viel. Und auch, was das so mit deinem Seelenplan zu tun hat. Ja? Wir waren ja jetzt seit Donnerstag hier in Berlin. Und sind jetzt auf dem Weg hier nach Prag und waren hier wirklich in einem schicken Hotel, ich weiß nicht, 4 oder 5 Sterne haben die, keine Ahnung, schicke Saunalandschaft, Sportbereich und waren jeden Tag morgens in der Sauna, abends in der Sauna, haben das also wirklich auch genutzt und haben es unserem Körper und der Seele da gut gehen lassen und die Seele baumen lassen. Und das sind alles Dinge, wo ich auch früher mir gesagt habe, ja, brauche ich nicht. Nicht notwendig, ich komme mit weniger aus. Und ich hatte am Samstagmorgen, glaube ich, noch ein Gespräch mit einer Frau, die auch so gerne ihrem Herzen folgen würde, ich hoffe, das wackelt hier jetzt nicht zu viel, ihrem Herzen folgen würde, ihren Seelenplan leben würde. Und auch wenn es noch nicht so ganz klar war, was, aber so ansatzweise hatten wir das Thema, was sie gerne machen würde. Und als wir dann auch darüber gesprochen haben, wie so denn das ideale Leben ausschauen würde, da haben die Augen so gestrahlt, so ein Lächeln auf dem Gesicht. Und ich habe gesagt, ich würde jetzt so gerne von dir ein Bild machen oder hätte so gerne ein Vorher-Nachher-Bild. Und was ganz sinnig war, sie hat Haustiere, eine Katze und einen Hund. Und als wir darüber gesprochen haben, wie denn das ideale Leben ausschaut, und sie mir so erzählt hat, wie sie gerne wohnen würde und was sie gerne machen würde. Und vor allem auch, sie hat Kinder, die, ich meine, wie sage ich das jetzt? Wenn es einem selbst, wenn es der Mama, wenn es dem Papa, den Eltern nicht gut geht, es ist ja nicht nur so, dass es einem selbst dann nicht gut geht, sondern es hat ja auch Auswirkungen auf die gesamte Familie. Die spiegeln einem ja auch immer was wieder und vor allem die Kinder. Und also da wäre auch dringend Handlungsbedarf. Und so sinnig, als wir dann drüber gesprochen haben, wie so das ideale Leben ausschaut, ist die Katze plötzlich vom PC rumgeschlichen. Dann kam noch der Hund dazu. Und die hattest du vorher nicht gesehen und gehört nichts. Und ich meine, wer von euch Tiere hat, kennt das, dass er ja auch mit seinem Haustier kommuniziert und mit ihm spricht. Und ich habe sie dann gefragt, was würde denn deine Katze und dein Hund, was würden die dir denn jetzt sagen, wenn sie mit menschlichen Worten mit dir sprechen könnten? Und da sagt sie ganz klar, ja, die würden sagen, geh endlich, geh für deinen Traum, pack deine kühnsten Träume aus, von denen du gerade gesprochen hast und realisiere sie. So, und dann kommt im nächsten Moment der Punkt, wo unser süßes Köpfchen dann einsetzt und nochmal alles in Frage stellt, zweifeln lässt und nur drüber nachgrübelt, was ist, wenn es nicht funktioniert. Dann verhungere ich und dann muss ich sterben, mal überzogen gesagt. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Aber hey, was ist denn, wenn es funktioniert? Auf diese Idee kommt man gar nicht. Ich meine, ich kenne es von mir. Ich habe ja früher auch immer oder jahrelang auch gesagt, okay, ich würde mir zwar das ein oder andere Coaching gerne leisten, aber
was ist, wenn es nicht funktioniert und kein Geld jetzt dazu. Das sind diese Geschichten, die ich mir auch immer erzählt habe. Hallo liebe Eva. Aber ab dem Moment, wo ich mich wirklich dazu entschieden hatte, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich auf der Zielgerade zu meinem Seelenplan und vor allem, jetzt gehe ich für das Leben, das ich mir wirklich wünsche, nämlich völlig frei und ortsunabhängig dort zu sein, wo es uns gerade gefällt und wenn irgendwo ein Seminar oder eine Fortbildung ist, dass ich halt einfach buche und dann fahren wir halt dorthin, fertig. Also mich auch von diesen Geldthemen lösen. Und ich kann dir eins sagen, als ich zum letzten Mal oder vor einigen Monaten, ne, zum letzten Mal, ich bin ja ständig dabei zu investieren, aber als ich vor einigen Monaten ein fünfstelliges Coaching gebucht hatte, Vertrag unterschrieben hatte, da habe ich natürlich auch Herzrasen ein bisschen gehabt, so ein Surren im Bauch, weil das Geld in der Größenordnung damals auch nicht direkt auf dem Konto war. Aber ich bin aus der Veranstaltung rausgegangen und hatte schon 2.500 Euro schon drin. Also das ist ganz seltsam. Das ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz. Erst darfst du dich committen, erst darfst du dich entscheiden und dann fließt auch das Geld. Solange du einfach nur träumst, du würdest dir gerne das Leben so ermöglichen, wie es dein Herz, wie deine Seele will, aber du entscheidest dich nicht dafür, es auch wirklich zu machen und dafür zu gehen und guckst immer nur auf den Kontostand und erlaubst dir auch nicht, in dich zu investieren, wenn vielleicht auch noch irgendwo eine Möglichkeit wäre, die du ausschöpfen kannst, um jetzt in dich zu investieren, dann setzt du der Kopf ein, nee, ich spare für schlechte Zeiten und das kann ich jetzt nicht machen, ich kann mir doch da keinen Kredit aufnehmen oder solche Dinge. Das sind so Sachen, die man uns auch nicht beigebracht hat, wo der Unterschied liegt jetzt zwischen Kredit aufnehmen für irgendein Konsumgut, was schon an Wert verliert, sobald wir es aus dem Geschäft raustragen, oder in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit investiert, was du 10-fach und 100-fach zurückkriegst. Wenn ich nicht bereit gewesen wäre, auch da durch diese Ängste zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, dann würde ich jetzt auch noch irgendwo, ja, heute ist Montag, ne? Heute ist Montag, genau. Dann würde ich jetzt 7:07 Uhr, würde ich jetzt im Auto hocken und wäre auf dem Weg nach Saarbrücken und würde meine Zeit am Schreibtisch verbringen und denken, was machst du hier eigentlich? Und noch was zum Thema Geld, weil viele auch immer sagen, ja, ich brauche nicht viel oder solche Dinge. Schau mal. Wir haben alle so ein krankes Verhältnis zum Thema Geld. Was wäre, wenn Geld einfach da ist? Und Geld ist ja im Prinzip einfach da. Es ist nur die Frage, inwieweit lässt du es in dein Leben und lässt es zu, dass es zu dir fließt in dein Leben? Das ist eigentlich die einzige Frage, weil Geld ist da. Sonst gäbe es ja keine Menschen, die, keine Ahnung, 100, 500, 1 Million Euro im Monat verdienen, 500.000, 100.000. Das Geld ist da. Es ist immer die Frage, inwieweit öffne ich mich der Geldenergie? Und das hat auch wiederum was mit dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu tun. Schau mal, jemand, der, nimm mal das Beispiel, 500.000 Euro im Monat in sein Leben zieht, der hat ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstwertgefühl und er folgt wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise auch seinem Herzen als jemand, der, keine Ahnung, 1.000 Euro im Monat in sein Leben zieht. Es ist immer die Frage, inwieweit öffne ich mich? Das ist so das eine. Ich merke es auch immer wieder bei Aufstellungsarbeit, als ich noch so im 1:1-Coaching gearbeitet habe und Aufstellungsarbeit gemacht habe, so vor Ort, in meinen Praxisräumen damals, und wir haben Geld aufgestellt. Das Geld, das hat sich im Grunde genommen krank gelacht,
und wäre so gerne zu der Person hin, aber die Person steht da. Vielleicht kennst du Aufstellungsarbeit, eher vielleicht so nach dem Tenor Familienstellen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Familienstellen nach Bernd Hellinger. Das ist so das, was die meisten kennen. Das Geld, das hat sich immer verlacht. Das wäre gerne zu der Person gegangen. Aber wenn man so da steht, ich habe ja früher auch so da gestanden, ich sage das immer so, ja, ich hätte ja gern ein bisschen mehr, aber bitte nicht zu viel davon. Gefällt dir der LKW? Wir stehen ja gerade an der Ampel und Markus guckt ganz interessiert den LKW da neben uns an. So, und dann noch was zum Thema Geld. Schau mal, wenn du dir bislang noch erzählst, wie ich früher ja auch, ich komme mit wenig aus, ich brauche das alles nicht, wie jetzt hier in Berlin. Früher, wir waren hier in diesem Hotel, wo wir jetzt schon mal waren, beziehungsweise wo wir jetzt die letzten 5 Tage verbracht haben. In dem Hotel waren wir schon mal auf dem Seminar, hatten aber in einem anderen Hotel übernachtet oder hatten damals, glaube ich, eine Airbnb-Wohnung, ich weiß es gar nicht mehr. Das war noch zu Zeiten, wo ich mir auch gesagt habe, okay, ich brauche doch hier jetzt kein 5-Sterne-Hotel und so weiter und mit Sauna und Tralala und Wohlfühleffekten und kulinarischen Gaumenfreuden brauche ich nicht. Wenn wir aber mal ehrlich uns beobachten, wenn wir irgendwo eingeladen sind, oder stell dir einfach mal vor, du hast ein Buffet. Du bist irgendwo eingeladen und da gibt es ein Buffet. Und da stehen Dinge auf dem Tisch, die vom Discounter sind. Ich sag's jetzt mal so, ich will jetzt keinen Namen nennen. Und da stehen hochwertige Leckereien da, 100% Bio-Qualität. Da stehen vielleicht noch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, also wirklich ganz, ganz tolle Kräuter, die deinem Körper gut tun, mit ganz tollen Nährstoffen und, und. Und du brauchst es nicht zu bezahlen, sondern du hast es frei. Was wählst du denn? Wählst du dann, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die billige Discounterware? Oder gehst du dann hin und holst dir die hochwertigen Sachen? Und warum holst du die hochwertigen Sachen? Weil du genau weißt, das tut deinem Körper gut. Und unser Körper ist doch nun mal das, der Tempel, wo unsere Seele wohnt und unser Körper, damit er gut funktionieren kann, damit die Seele sich darin wohlfühlt, damit alle Zellen und Organe gut funktionieren können, ihre Arbeit leisten können, brauchen sie einfach doch nicht nur hochwertige Nahrung, sondern eben auch Wohlfühleffekte, wie zum Beispiel mal Kosmetik, Wellness, Sauna oder keine Ahnung, was auch immer da so im Bewusstsein ist. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dieses Beispiel bringt es, glaube ich, ganz gut da so auf den Punkt. Ja. Wenn du am Buffet stehst und brauchst nichts zu bezahlen und auf der einen Seite steht die billige, günstige Discounterware und auf der anderen Seite stehen die hochwertigen Dinge, 100% biologisch, die deinen Körper wirklich ernähren, dann greifst du schon instinktiv zu den Dingen. Das sieht man schon im kleinen Stil, das ist mir früher immer schon aufgefallen, wenn, ja, als die Kinder noch in der Schule waren und da so diese Schulfeiern oder sowas war und da stehen dann Dinge, die hausgemacht sind auf dem Buffet, wo so halt jeder sowas mitbringt oder auch bei Seminaren, gibt ja auch Seminare, habe ich ja früher auch gemacht, wo ich gesagt habe, bringt jeder was mit und dann haben wir die Versorgung, die Verpflegung für den Pausen. Wenn jemand was mitbringt, was selbst gemacht ist, das ist ja schon mal hochwertiger, rein von der Energie her, als etwas, was irgendwie gekauft ist, also ein Fertigprodukt. Und dann habe ich immer schon beobachtet, die Dinge, die hausgemacht sind, die selbst gemacht sind, rein von der Energie her. Instinktiv greift man dazu und instinktiv, weil man instinktiv weiß, das ist genau das, was dem Körper besser tut, als etwas, was in der Fabrik irgendwo hergestellt ist. Das sind solche Indizien, also deshalb möchte ich dich dazu mal animieren und einladen, mal diese Dinge zu hinterfragen,
inwieweit du dich immer noch damit tröstest, ich komme mit wenig Geld klar, ich brauche nicht viel. Und dieses ganze Gedöns mit Wohlfühleffekte und sowas brauche ich sowieso nicht. Okay? So. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was das alles auch mit dem Seelenplan zu tun hat, was das mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und selbstbestimmt zu leben, wie diese Zusammenhänge sind. Und das ist im Übrigen auch genau das, was wir beim Moneyfolder-Seminar machen. Da geht es nicht darum, dass wir uns irgendwelche Techniken oder Taktiken angucken, wie du, wie die Teilnehmer mehr Geld in ihr Leben ziehen können, sondern es geht darum, herauszufinden, wie genau schaut denn wirklich mein Leben aus, was braucht mein Körper, was möchte mein Körper wirklich, und auch die Dinge auflösen, die über uns alle gestülpt wurden im Hinblick auf Schleier, Geldmangel, mangelndes Selbstwertgefühl, mangelndes Selbstbewusstsein. Alles, was eben mit dem Selbst zu tun hat. Und da greift auch das Thema Selbstliebe mit rein. Also sich selbst zu lieben, sich so anzunehmen als wunderbares, großartiges, unendlich großartiges Wesen, was du in deinem Kern bist. Jeder von uns ist das im Kern. Und es ist auch immer so interessant zu sehen, wie man diese Großartigkeit bei anderen sieht und bei sich selbst. Nicht, sich so seine eigene Großartigkeit, seine eigene Großartigkeit anzuerkennen und ja, sich zu erlauben, als so großartiges Wesen eben auch wahrzunehmen. Und das sind einfach die Dinge, die wir bei Moneyfolder-Seminar machen. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch das Thema Schuldgefühle. Auch das hängt Minus vom Kontostand, hängen auch Schuldgefühle zusammen. Solange wir, und da ist uns im Hinblick auf Schuldgefühle, ist uns ja auch ganz viel eingepflanzt worden. Da sitzt vieles im Unterbewusstsein und im Unbewussten. Und solange wir uns auch mit Schuldgefühlen, sei es unterbewusst oder unbewusst, plagen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil wenn es unbewusst ist, ja, weiß ich es ja gar nicht, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, werde ich auch immer im Außen das Gefühl haben, das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern und ich laufe dem Geld nach und solche Dinge. Also wenn du dich da jetzt irgendwie auf eine Art und Weise wiederfindest und dir jetzt wirklich so ein Licht aufgegangen ist, sag ich mal, so sind diese Zusammenhänge, dann komm unbedingt zum Moneyfolder-Seminar, weil da geht es genau um die Dinge. Wir starten freitagsabends um 18 Uhr, es geht bis Sonntag um 17 Uhr. Wir sind in einem schicken, veganen Hotelrestaurant in Traben-Trarbach, das ist in der Nähe von Trier. Du hast Vollverpflegung bei dem Seminar, du hast ein Zimmer für dich alleine. Das ist alles im Preis mit inkludiert, weil ich da einfach möchte, dass dein Körper, dein Geist und deine Seele sich bei diesem Seminar wirklich rundum wohlfühlen und gut genährt sind eben auch. So ein wichtiger Aspekt. Und nach dem Seminar, in Anführungsstrichen, ist vor dem Seminar, denn du wirst nach dem Seminar, ich möchte wirklich da kein, sagt man so schön, warm Bad-Seminar machen, wo dann du noch montags, dienstags und mittwochs motiviert bist und noch irgendwas umsetzt und ab donnerstags verliert es sich wieder, sondern ich möchte, dass du am Ball bleibst. Und deshalb werden die Teilnehmer 21 Tage auch kleinere Aufgaben bekommen, die ganz leicht in den Alltag integriert werden können. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, alles, was du 21 Tage lang in Folge machst, das wird zur Gewohnheit. Deshalb werden die Teilnehmer für 21 Tage nach dem Seminar dann noch kleinere Aufgaben bekommen, die wunderbar in den Alltag integriert werden können, damit du eben am Ball bleibst, damit sich das wirklich so absolut in dein Gehirn, in dein Zellbewusstsein einpflanzt und zur Gewohnheit wird, damit das auch alles funktioniert, nachhaltig eben. Und dann gibt es anschließend noch ein Online-
Webinar, ein Online-Seminar, wo du dich von zu Hause zuschalten kannst, gibt es auch eine Aufzeichnung, wo ich dann einfach nochmal, ja, wo wir nochmal nachregulieren können, sofern es überhaupt etwas nachzuregulieren gibt. Okay, also, meine Liebe, wenn dir jetzt irgendwie so ein bisschen Licht aufgegangen ist, da hakt es noch bei mir, um wirklich meinen Seelenplan zu leben, weil wenn du ihn auch leben willst, nicht nur entdecken willst, sondern auch leben willst, dann darf es ja natürlich darum gehen, dass du ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstwertgefühl hast, dass du dir eben auch erlaubst, diese Geldenergie in dein Leben zu holen, fließen zu lassen. Ja? Dann komm unbedingt zum Money Freude Seminar. Ich poste dir den Link jetzt hier gleich nochmal rein. Und dann sehen wir uns. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir eine persönliche Nachricht. Dann, ja, bin ich da natürlich auch gerne für dich da. Okay, alles Liebe. Jetzt wird es hier aber ruhig, ne? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.